So. Oh, bin echt gespannt auf die neue Welt. Mir ist auch gerade eingefallen, wir können uns vier Pages sofort holen. Also für vier Pages weiß ich schon die Lösung. Mit den neuen Fähigkeiten. Also, ich nehme mal an, das sollte kein Problem sein, dann auch für 11 Pages die Welt zu erweitern. Wir sammeln am Anfang von der Welt ja immer relativ schnell Pages. Capital Casino. Casino heißt's, okay. Und die Musik. Richtig nice. Ah, guck mal, jetzt brauchen wir ohne Ende die Fähigkeit bestimmt. Boah, die Musik. Oh. Alter, wirklich? Echt jetzt? Können wir das einsammeln? Nee. Ja, können wir jetzt eigentlich in unserer neuen Fähigkeit. Guck mal, können wir die ausschalten hier? Nee, sind auch bloß kurz betäubt, schade. Ey, mein Freund, was willst du denn? Hallo? Kennen wir dich? Nein, überhaupt nicht. Ihr habt mich, den freundlichen Casino-Bankhalter, noch nie zuvor gesehen. Puh, einen Augenblick lang dachte ich, dass du dieser pummelige, möchtegern Bösewicht Kapital B bist. Der ist echt ein Loser. Oh, ja, ein Loser, ja. Da habt ihr recht auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Wie dem auch sei, meine Herren, ich darf euch meine Bank vorstellen. Wenn ihr den eindeutig nicht gezinkten Spielen in diesem Casino in dem Casino gewinnst, erhaltet ihr Gewinnwagen, die ihr in meiner Bank eintauschen könnt. Solltet ihr es durch irgendein Wunder schaffen, 10 Gewinnmarken zusammenzukratzen, erhaltet ihr dafür einen niegelnagelneuen PG. Mach nur keine Dummheiten, wie all eure PGs auf schwarz zu setzen. Es wäre doch zu schade, wenn eure Sammlung im Tresor des Bankhalters landen würde, ja? Echt zu schade. Ja, das wäre eine große Dummheit. Total dumm von uns wäre das. Eine Dummheit vom Kaliber eines Kapital B. Ja. Viel Glück, meine Herren. Versucht bitte unser Casino nicht pleite gehen zu lassen. Ihr braucht 10 Gewinnmarken, bevor ich euch ein PG gebe. Viel Glück dabei, so viel zu gewinnen. Okay, 10 Stück. Ist das eine? Nein, sind immer noch nur ein Schild. Okay, krass. Alter, das Level. Alter, das ist doch riesig schon wieder. Da geht's da. Da geht's lang, da geht's lang, da oben geht's lang. Wir gehen einfach in die Richtung. Hier gibt es neue Tonika. Ich lasse aber mal den Tonika mit die Geheimnisse drin. Vor allem, weil ich wissen. Oh, hier ist schon Rexo. Was? Das heißt, dieses blöde Pfeifen ist unsere Fähigkeit. Denn mein Controller hat auch gerade vibriert, ja. Die blöde Pfeife, wird das hier leiser? Wir hören es gar nicht mehr. Ist damit oben was gemeint?
Aber ich will einfach den Spielautomaten ausprobieren. Beziehen. Für was sind die Knöpfe? Achso! Okay, das heißt, wir können also selber bestimmen, wann es anhält. Banane, Jokalele. Es kommt vor der Banane, die Melone. War der Zylinder, der Totenschädel, dann zur Zylinder. Jawohl. Was kommt hier? Melone, Banane. Easy, ne? So, ist jetzt das Pfeifen weg? Dann war das das. Okay. Können wir uns ja direkt verwandeln. Machen wir aber noch nicht. Weiß er noch gar nicht, wofür. Aber ich lasse das Tonikum mal drin. Was ich natürlich auch ganz praktisch finde, die... ich weiß mal, wo wir die Münze herkriegen. Ich habe da so eine Idee. Kamera, dreh dich mal. Ich kann nicht anders. Ich muss erst die Federn sammeln. Ich habe sie gesehen, also muss ich sie sammeln. Warte, ich höre da ein paar Augen. Und Augen können wir hier nicht frei rumrollen lassen. So. Nicht, dass sie uns gleich in den Rücken fallen, die Mistviecher. Okay, dann machen wir mal das. So, gucken, ob die Reihenfolge wieder dieselbe ist. Die Reihenfolge ist dieselbe. Jawohl. Das heißt, hier kommt dann, okay, noch blaue Biene. Das war zu spät. Okay. So. Genau. Das und der. Jawohl. So, was kommt hier? Melone, Banane. Yep. Dankeschön. Auch wenn das überall so easy ist, ja, die Geheimnisse zu finden, dann, ja. Hey, Rexo. Neues Minigame. Ja, da freust du dich. Ja. So. Freunde, Rexo froh, euch zu sehen. Und wir freuen uns, dass du dich an uns erinnern kannst, Rexo. Oh ja, Rexo hat sich in moderne Spieleakademie eingeschrieben. Rexo lernt über moderne Trends. Hast du schon gelernt, wie man nervige Charakterdialoge überspringt? Das ist malfach. Typisch, werfen wir mal deinen Spielautomaten an, Rexo. Super krass, Rexo sieht, dass Freunde Spielmünze haben. Bitte geh zum Spielautomat und drücke A, wenn du Spiel schaffst, gibt Rexo Spezialgewinn. Ja, dann werden wir das mal tun. Aber erst nach einer ganz kleinen Pipi-Pause. Das heißt, wir hören uns in 5 Minuten wieder. So. Stell mal ganz kurz auf den Pausenbildschirm. Es kann gleich laut werden, weil ich bestimmt wieder am falschen Knopf, Knopf nicht treffe und wir im Intro landen. Aber das ich noch immer ganz kurz. Hey. Ja, das Menü offen zu machen hier. Und ich gehe einfach mal auf den Desktop, dann kann ich auch wieder drauf drücken. Moment. So, wie gesagt, 5 Minuten Pinkelpause, es geht gleich weiter. Bis gleich. Also, da bin ich mal gespannt, was Rexo diesmal für ein richtig nices Game für uns hat hier.
Achso, mal kurz ganz, ganz fix auf den zweiten Monitor wieder umschalten. Sonst, so. Und da sind wir auch wieder. Krass, mit der Maus, das ist ja ekelhaft. Ist schön gut mit Controller später. So. Das sieht aus. Nö, hä? Wie heißt das Spiel? Hurdle Hijinks. Ja, okay. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja. Oh Gott, bitte nicht. Mein Amazing Rexor Software Entertainment. Ich finde den Namen echt gut. Bahn wechseln, springen, Ballrolle, bremsen. Links bremsen, rechts Ballrolle, sammle Federn, springe und weiche aus, schnapp dir Power-Ups, hol dir den Highscore. Ja. Ich würde sagen, das kriegen wir hin, oder? Ja, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Wie war springen? So war springen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wieso wir manchmal aus dem Bild raus sind. Hä? Kommen wir irgendwie nach vorne? Ach, mit der Rolle kommen wir nach vorne. Hä? Okay, irgendwie verwirrt mich das hier ein bisschen sehr. Oh gut, sollten wir hinkriegen. Ach, verdammt. Irgendwie komme ich mit der Steuerung nicht ganz klar. Okay, warte mal. Aber kein Zugang nötig. Naja, war so kostenfrei. Irgendwie komme ich mit der Steuerung so nicht ganz klar. Ja, müssen wir mal angucken. Ballrolle bremsen. Ja. Mehr gibt's nicht. Und da oben haben wir auch die Leben, okay. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man teilweise so lange aus dem Bild raus ist. So. Dann können wir jetzt eine Ballrolle machen. Da waren wir einfach zu weit vorne. So, egal, wir machen das einfach mal bis zum Ende. Wie viele Punkte wir haben, ist ja eigentlich relativ, ne? Weil sein Highscore müssen wir ja dann danach erst schlagen. Aber nein. Ah, verdammt. Okay, das hat uns das erste Leben. Vor uns hat man schon viel mehr verloren bisher. Ja, die will ich auch haben. So, zack, drüber. Zack, drüber. Zack. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt einsammeln. Ach, verdammt. Komm, setz uns doch irgendwo ab hier.
So. Zack, zack, komm, 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 zack. Ja, ein bisschen vorwärts. Ein bisschen Luft kriegen hier. Hier gibt es Unverwundbarkeit. Ja, da guckt der Blöde, hä? Okay, wir müssen gleich mal irgendwie... Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Wir haben noch zwei Leben. Und ich glaube, so weit ist es... Nein, wir haben nur noch ein Leben. Nein! Oh, krass. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ja, ja, oh nein, Freunde, kein Leben mehr, aber kein Zurück, kein neuer Versuch, was denn los? Möchten Freunde, ja, 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 komm. Oh, krass, hätte ich gedacht, dass es so schwer ist. So. Aber jetzt kommt. Ja, wenn wir zu weit vorne sind, können wir keine Rolle mehr machen. Na gut. Ab. Ich weiß gar nicht, wo die blöden Federn überhaupt einsammeln. Wie gesagt, sein Rekord müssen wir dann erst im zweiten Durchlauf schlagen. Jetzt zählt er nur schaffen. Aber ist egal. Geht ums Prinzip. Ein bisschen vor. Zack hier. Zack meins. Zack meins. Ich würde mal probieren, ob wir aus der Rolle raus auch springen können. Ach, es stoppt da immer. Müssen ja zwischen die nicht einsammeln. Ah, verdammt. Oh gut, da kommen wir ein ganzes Stück vorwärts. Ohne was zu machen. Ja, also aus der Rolle raus kann man auch springen. Das ist schon mal gut zu wissen. Naja, sobald so viele Explosionen kommen hier. Fängt das zwischendurch an mit Stocken, ja, und das ist nicht schön. So, hier hat man vorhin auf jeden Fall schon weniger Leben. Sind wir hier nicht sogar gestorben? Ja, unverwundbar. Lass mich einsammeln. Ein bisschen nach vorne kommen. Hä? Was? Hä? Guck mal hier. Okay, komm da drüber. Da bin ich gerade drüber. Wieso haben wir da ein Leben verloren? Was, Alter? Wie viel? Meine Güte, ey. Hier hinten wird es schwer mit Federn sammeln. Das heißt, wir sollten versuchen, vorher schon ein paar zu haben. So, okay. Hätte man natürlich auch klein machen können, aber das liegt noch immer kurz. So. Gut gemacht, Freunde. Das war ein toller Sieg. Bevor ich Belohnung gebe, Kurs für moderne Spiele sagt, Rextro soll anbieten, was Access-Leistung auf Live-Feed mit Video-Replays zu spammen. Nein, danke. Ich bin Jukas einziger Freund und ich sehe es live von seinem Kopf aus. Versucht Spiel gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rexon noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, machen wir gleich. Jetzt ist mal ja, wie es geht.
So, 24.000. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel wir hatten. Aber eigentlich war es in der Regel nicht so schwer, seinen Rekord zu schlagen. Auf jeden Fall versuchen wir am Anfang keine Leben zu verlieren. Wollte mal ausprobieren hier. Ja, klappt. Kommen wir sogar übelst weit vor. Krass. Schön Feder mitnehmen. Jetzt sind sie auch wichtig. Aber wir sind bei 5000. Easy, würde ich sagen. Hat das angefangen? Da brauche ich mich eigentlich gar nicht so auf die Federn konzentrieren hier. Habe ich den Blödsinn nicht angesammelt? Ja, und bin vorwärts gekommen. Meins. Und es stockt wieder und es... Ich darf... Mann. Das glaube ich jetzt jedes Mal passiert, dass ich dort ein Leben verliere. Weil wenn der Stock die Kurve nicht schaffe. Und ich schaffe rüber auf die richtige Schiene zu kommen. Meine Güte, ey. War schon 14.000. Sollte machbar sein. Ah, schön die Punkte mitnehmen hier überall. Nein, ich... Oh Mann. Bin doch gesprungen. Drei Leben haben wir noch. Nein. Ah, verdammt. Okay, boah, krass. Hä, 13.000? War noch gerade noch viel weiter. Wir nehmen so viele Leben. So viele Punkte, wenn wir ein Leben verlieren. Oh, schnell, bitte vorwärts hier. 17.000, das wird ganz schön eng. Wenn wir alle einsammeln. Nein, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Oh nein! Nein, ich bin scheiße 500 Punkten. Ah, verdammt. Ja, so ein Pech, Freunde, Rexos Highscore nicht geladen. Also keine Belohnung. Ja, du bist ein Arsch, bist du. Oh, sagen wir den Scheiß nochmal wegen 500 läppischen Punkten. Oh Mann. Ja, ja, komm. 500 Scheißpunkte. Oh Mann. Der Anfang ist so langweilig. Hallo. Da sind ja keine Hindernisse weiter. Wie könnten wir das denn nicht schaffen? Wir sind jetzt schon bei 6000 Punkten. Ich weiß aber nicht, wie viele Punkte wir verlieren, wenn wir ein Leben verlieren. Nein, ah. Ja, verdammt, sind wir schon wieder bei 6000. Ja, wir verlieren ganz schön Punkte. Shit.
Ja, den haben wir zweimal gedrückt. Das, wir haben schon auf jeden Fall ein Leben mehr, würde ich gerade sagen. Du setz mich doch ab! Meine Güte. Ah, Mann. Hat eine verpasst, ich hab's gesehen. Ah, das kann nicht wahr sein. Wieder erst bei 12.000. Scheiße. Nicht die blöde umgekehrte Steuerung einsammeln. Der wird schon wieder ganz schön eng hier. Nur jede Feder mitnehmen. Und auf keinen Fall sterben. Ja, das sollte reichen. Und immer reinrollern. Ja! Plus 800 Punkte plus Shit. Da war halt schon wieder knapp, ey. Oh, 5800. Ja, Rexo. Ist ja blöd. Was passiert denn eigentlich, wenn man hier jeden Highscore hat? Gibt's denn irgendwas? Und komplett von der Tabelle schmeißen? Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Super krass, Freunde, haben Eisburg geknackt. Heute verdienen Profimedaille für diesen Erfolg, aber Rexo hat kein Budget mehr. Kein Thema, uns reicht der PG. Möchten Freunde wieder spielen? Nee, dankeschön. Prima, du hast eine Sonicum freigeschaltet. Ja, cool. So, jetzt habe ich mich hier gedrückt. Okay. Dann haben wir in der Welt zumindest den Rexor schon fertig. Von da waren wir gekommen. Gehen wir weiter hier lang. Hey, die sehen ja cool aus. Laufende Kartenspiele. Wow. Wie sieht euer Chef aus? Einer von denen ist auch immer stärker. Warum sieht das aus, als ob ich hier hoch kann? Ich will da jetzt hoch. Hilft nicht. Ja, da kommen wir nicht hoch. Bringt das überhaupt was, da hoch zu gehen? Kamera. Das ist ein Automat. Jetzt will ich erst recht da hoch. Aber wir kommen da nicht hoch. Von oben dann vielleicht. Hier geht's wieder in die Mitte. Für das Scanner fährt woanders sagen. So, was willst du denn? Nicht jetzt, Bauer. Bin auf der offiziellen Rittermission unterwegs und brauche keine Hilfe von gewöhnlichen Echsen. Dann nicht. Wenn die Wilde hat schon. Komm ich denn da hoch? Wir haben Drausers auch noch nicht gefunden, ne? Wie sehen eure Chefs aus? What the fuck? Alter, dieses Level ist schon wieder so riesig hier. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll. Ja, okay. Hilfe, ein Dieb. Immer mit der Ruhe, werter Herr. Wo liegt denn das Problem? Eine Bande von Jugendlichen. Du nicht gut, hat meine besondere Spielkarte gestohlen. Diese schmutzigen Diebe sind die schlimmsten Kriminellen. Wie soll ich denn meine Pokerrunden gewinnen ohne die besondere Karte?
Das wird schwer. Wahrlich, wo sind Sie denn hin? Gleich die Rampe hier hoch. Diese Schufte. Du brauchst wahrscheinlich einen Spezialmove, um sie dir zu schnappen. Ah, geil. Könnt ihr mir bitte helfen? Dann mal los. Ist ohnehin zu früh für die Erfrischungen. Super. Wenn ihr sie fangt, sagt ihnen bitte, dass wir keine Betrüger in unserem Casino wollen. Ja, was heißt keine Betrüger wollen? Ich vermute mal, die Betrüger, die sind hier angestellt. So, jetzt müssen wir draus was finden, sonst können wir da nicht lang. Gibt's hier... Alter, geil. Du bist hinter einem Page her, was? Tausche uns Casino-Chips bei einem Bankier ein. Geil. Haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten von 10. Von 10. Alter, geil.